Na, zu einem neuen Video. Und zwar heute geht es mal um meine Sitze vom Z3 Coupé und welches Mittel am besten dafür geeignet ist, für solche Sitze wieder schön matt zu bekommen, weil dieses speckige, glänzende, was ich immer jahrelang gedacht habe, wäre das Richtige, beziehungsweise so muss ein Ledersitz aussehen. Nee, so sieht so ein Sitz aus, wenn er dementsprechend verdreckt ist. So, dadurch, dass ich ja mittlerweile in meinem Detailerleben alle möglichen Mittel am Start habe, aber jetzt einfach mal eine kleine Auswahl zusammengestellt. Es ist von keiner Firma irgendwas hier gesponsert. Ich habe die ganzen Sachen ganz normal privat von meinem eigenen Geld gekauft. Dann haben wir einmal von der Firma Pelux, haben wir den Lederreiniger und auch den Creamy, glaube ich, nennt er sich. Für am Schluss dann nochmal den Sitz richtig geschmeidig zu machen. Dann habe ich von der Firma A1, das habe ich damals, glaube ich, im ATU oder so gekauft, habe ich auch einen Lederreiniger und eine Lederpflege. Und dann noch zu guter Letzt von der Firma Shiny Thieves habe ich noch einen Reiniger und auch einen Detailer, für dementsprechend am Schluss nochmal ein geiles Ergebnis rausbekommen. Von der Firma Liquid Elements, wo ich wirklich am allerliebsten meine Mikrofasertücher dementsprechend kaufe, habe ich auch was, aber das ist nur eine Lederpflege, da habe ich jetzt keinen Reiniger. Deswegen würde ich sagen, wir steigen direkt ein mit der Reinigung und da habe ich jetzt einfach mal beide Sitze vorbereitet. Ich würde halt immer gern vergleichen wollen vom Produkt zu der Oberfläche, die unbehandelt ist. Meine beiden Sitze sind auch unterschiedlich stark, sage ich mal, verdreckt bzw. benutzt oder verlebt oder verbraucht. Das hier ist der Beifahrersitz, der sieht eigentlich auch richtig, richtig gut aus. Und hier rechts oder links neben mir in dem Fall ist der Fahrersitz, der dementsprechend auch schon Risse hat. Da gehe ich auch von aus, da muss ich noch mehr machen, anstatt nur jetzt hinzugehen und hier den reinigen und vielleicht mit so einer Lotion hier einpinseln bzw. einmassieren. So, nicht wundern, dass es hier ein bisschen neblig ist. Ich habe gerade ein bisschen gewaped und das war dumm. Und der Nebel will nicht ganz dementsprechend hier verschwinden. Wie gesagt, Fahrersitz ist, denke ich, am schlimmsten. Hier der Bereich, der geht, aber hier das unten ist alles speckig. Und deswegen habe ich gesagt, für zum Gucken, welcher Reiniger wirklich das meiste hier rausholt, gehen wir hin und ich nehme von jedem Reiniger, dementsprechend den vom Pelux, den von Shiny Thieves und den von der A1 Lederpflege und gehe hin und mache einen Bereich hier an dem Sitz. Immer zum Kontrast hin, zum dementsprechend zum unbehandelten Bereich. Und dann sehen wir ja dementsprechend, welcher von diesen drei Reiniger hier am besten geeignet ist. Und dann nehme ich den und mache natürlich mit dem beide Sitze dann sauber. Und dann gehen wir in diese, ja, Detailer-Lotion-Geschichte und wie es sich alles schimpft, dein Krempel. Und dann gucken wir mal, welcher da dementsprechend am besten ist. Was ich aber sagen kann, die Sitze von mir, die sind eigentlich alle noch relativ weich. Das Fahrzeug ist von 99, Produktionsdatum, Erstzulassung 2000. Das heißt, es ist noch kein Oldtimer. Hätte ich jetzt bei meinem i38 das gemacht, Baujahr 97, glaube ich, ist der. Da ist das eine andere Nummer, da ist das Leder auch richtig verlebt. Das Ding hat auch schon, glaube ich, 370.000 auf dem Buckel und über 13 Vorbesitzer etc. Da können wir auch irgendwann mal dran gehen, aber da weiß ich, dass sind die ganzen Wangen so schlimm benutzt oder verlebt. Da muss man dementsprechend nachfärben. Aber lang geschnackt. Ich sag gleich zu den Preisen, bin ich ehrlich, weiß ich nicht mehr, was die Sachen gekostet haben. Ich packe die Sachen einfach alle unten in die Videobeschreibung. So, lasst mich mal abkleben. So, ich habe jetzt für jeden Bereich, habe ich jetzt hier was abgeklebt. Das ist der vordere rechte Bereich, in dem Fall eigentlich links, ist vom Pelux reserviert. Dann kommt Shiny Thieves und hier die seitliche Wange machen wir mit dem A1 Reiniger und schauen uns einfach mal an, was dementsprechend das dann dementsprechend für ein Ergebnis hier dabei rumkommt. Zur Verarbeitung gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Wir fangen ja an mit der Firma Pelux. Da kriegt ihr so einen super tollen, lustigen gelben Schwamm hinzu. Da steht als Anleitung dabei, dass der nass sein soll oder feucht sein soll. Und dann muss man diese Seife, die hier drin ist, dementsprechend auf den Sitz auftragen, verreiben. Und am Schluss mit einem fusserfreien Tuch quasi wieder abtrocknen. Ich denke, das kriegen wir hin. Dass am Schluss keiner hier sagt, ich würde bescheißen. Und wir erstmal hier schön in den Schwamm hier reinmassieren. Ein bisschen cremig. Und jetzt gehen wir mal hin und verarbeiten das hier auf dieser Fläche, auf der abgeklebten. Normalerweise sollte man dann den Schwamm mehrmals ausringen und dann dementsprechend, und da kein Dreck dementsprechend hier zu verreiben. Dadurch, dass ich jetzt hier nur diese kleine Fläche mache, kann ich hier mit meinem kleinen Behältnis, was ich hier mir jetzt extra besorgt habe, das ich natürlich viel zu voll gemacht habe, das jetzt hier mal reinigen. Übrigens, es sind 15 Grad draußen, falls das eine Bedeutung hat im Detailerleben. Hier so sieht so ein Schwamm aus nach hier, sage ich mal, eine Minute
Schruppen auf der Lederfläche. Ich gehe jetzt auch hin und nehme jetzt mal ein Mikrofasertuch und mache das trocken. Es steht drin, man soll es trocknen lassen, aber ich denke, wenn ich jetzt ein Tuch nehme, wird es das Ergebnis nicht verfälschen. Und am Schluss, wenn einer dann sagt, ah, weil der Pelox-Anhänger ist, das wurde nichts, weil du da am Schluss mit dem Lappen drüber gegangen bist, dann habt ihr jetzt eure Erklärung, warum das so schlecht wurde. Ersten Bereich haben wir gemacht. Kommen wir jetzt zu der Firma Shiny Chiefs. Wir brauchen einen Schwamm. Wir müssen das auf den Schwamm auftragen, nicht direkt aufs Leder aufsprühen. Das ist, denke ich, so eine Art Schaum, was hier rauskommen wird. Und dann soll man das von Naht zu Naht reinigen. Geht natürlich in dem Fall jetzt nicht. Ich reinige das dann einfach von dieser Ecknaht zu der Ecknaht. Und dann soll man es am Schluss mit einem feuchten Mikrofasertuch abreiben. Ich habe jetzt von Liquid Elements einen Schwamm genommen. Das ist eigentlich ein Aktivator-Pad. Ich glaube, wenn das dann das Ergebnis jetzt schlecht werden soll, dann wisst ihr wieder, warum das dementsprechend schlecht sein sollte. Weil ich hier wieder was komplett Falsches genommen habe. So, wir gucken jetzt uns zusammen mal an, wie das hier aussieht, wenn ich das hier drauf hau. Na? Ah ja, kenne ich von irgendwo. Der schäumt mal richtig extrem. Vielleicht habe ich jetzt auch viel zu viel genommen, kann natürlich auch sein. Da steht auch drin, dass man den Vorgang so lange wiederholen soll, bis das Ergebnis zufriedenstellend ist. Aber ich habe eigentlich auch keinen Bock, bis morgen hier zu stehen und hier irgendwelche Schäume in Sitze einzureiben. Weil ich will hier natürlich mit dem Mittel arbeiten, dass das beste Ergebnis in wenigster Zeit mit dem wenigsten körperlichen Aufwand dementsprechend bei rumkommt. Weil ich habe einen 42er Bizeps. Wisst ihr, was ich gerade hier an Energie verbrenne? Hier noch einmal rüber und rubbel hier nochmal mir einen ab. Oh, guck mal hier. Das ist die Fläche, wo ich vorhin abgerieben habe. Von dem Pelux. Also da ist schon mal gut Dreck runtergekommen. Dann machen wir hier ein bisschen feucht. Ich finde immer, das sieht man nur, wenn man sich so eine Fläche abklebt, weil anders verfälscht das so das Ergebnis, weil man die ganze Zeit, ja, das ist wie, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und jetzt gucken wir uns den letzten Kandidat an. Lederreiniger von 1 aus dem guten ATU, wo es die Cobrana da gibt, ne? Da gibt es auch geile Lederpflegeprodukte. Gucken wir uns mal an, was da dementsprechend draufsteht. Anwendungsgebiet, Anwendung, Schwamm oder ein sauberes, weiches, fusselfreies Tuch. Haben wir. Mit dem A1 Lederreiniger tränken und alle Lederoberflächen reinigen. Anschließend alle Oberflächen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm rückstandsfrei nachwischen vor der blablabla. Also das soll man als erstes nehmen und dann Lederpflege. Schütteln muss man es nicht, aber ich finde einfach, so Flaschen müssen wir einfach mal schütteln. Das macht denen Spaß. Andere Fläche, so dass hier keiner sagen kann, ich würde hier bescheißen. Das ist gedrängt, Männers. Jetzt gehen wir mal hin und rubbeln uns wieder die Katz an der Seitenwange. Aha. Das schäumt auch. Ich habe mir auch gar nicht durchgelesen, ob man für diesen Krempel eigentlich Handschuhe anziehen muss, aber da waren jetzt, glaube ich, auf keiner dieser Flaschen irgendwie ein Gefahrensymbol oder ein Ausrufezeichen. Ein sogenanntes Piktogramm war hier nirgendwo zu sehen. Das heißt, ich kann hier mit meinem Batschefinger einwandfrei hier mir einen abledern. Das ist mein Tuch. Wenn man uns das jetzt hier mal so anschaut, das sieht schon mal aus, als würde das was bringen oder reinigen. Jetzt nehmen wir die trockene Seite und gehen wir nochmal drüber. Auch nochmal ein bisschen Dreck runtergekommen. Und jetzt hole ich die Kamera, ich hole euch ran und dann gucken wir uns mal die Zwischenergebnisse an. Boah, jetzt war ich mal rumgefallen. So, wir erinnern uns, das hier ist die Pelux-Fläche, das ist die Shiny-Schieß-Fläche und das ist die A1-Fläche. Für die, uns genauer anzuschauen, drehe ich natürlich die Kamera. So, jetzt nehmen wir mal das Klebeband, machen das hier ab. Also man sieht definitiv Unterschied, weil aus dem Blickwinkel, den ihr momentan habt, denke ich, seht ihr gar keinen Unterschied, weil ich habe nämlich gerade auch gar keinen festgestellt. Und dann hast du gedacht, gut, warum machst du überhaupt diesen Test, warum kostet so Produkte, wenn die eigentlich gar nichts bringen? Aber wir gucken uns das jetzt mal im Nahen an zusammen und dann werdet ihr auch hinter dem Bildschirm den Unterschied erkennen. Also, hier haben wir Pelux, man sieht hier ganz klar, das hier ist richtig matt geworden, das hier ist richtig speckig. Jetzt kommen wir zur Shiny Schießfläche. Hier ist der Unterschied, finde ich, nicht so krass. Ne? Hier haben wir die behandelte Fläche, hier ist die unbehandelte Fläche. Klar, wenn man sich das jetzt so über die Linie hier anschaut, ist hier auch ein Unterschied zu sehen. Aber ich finde, der Pelux-Reiniger hat hier definitiv mehr gemacht. Hier kann natürlich jeder sagen, hier hast du, Micha, hast du falsch gemacht, weil du hast ja diesen Schwamm genommen von Liquid Elements und nicht den von Shiny Chiefs. Hier die Fläche von dem A1-Reiniger. Ja, ich würde sagen, das hätte ich mir auch komplett
sparen können. Da sieht man eigentlich keinen Unterschied. Ich bin jetzt aber noch so fair, weil das jetzt ja die Seitenwangenfläche war und die vielleicht nicht so krass verdreckt ist. Wir machen noch mal den Test hier auf der Fläche. Die ist definitiv speckig wie Sau. Und dann gehen wir mal hin und gucken uns das noch mal an und geben dem A1 Lederpflegereiniger, ist die falsche Flasche, dementsprechend noch mal eine Chance. Für den A1 Legepflege Lederpflegereiniger habe ich jetzt hier einfach mal ein schönes Rechteck abgeklebt. Und das ist wirklich mindestens auf einer Fläche, die richtig krass verdreckt ist. Ich mache hier wieder, oh, das sind doch Piktogramme drauf, habe ich euch angelogen. Habe jetzt hier wieder viel drauf gemacht und jetzt gehen wir mal hin und gehen hier über diese Fläche drüber. Und man sieht ja auch, dass es was macht. Also es schäumt ein wenig, natürlich nicht so intensiv wie die anderen Produkte. Und ich hole alles aus dem 42er Bizep raus. Wenn ich hier einmal hin und her wische, ist das wie wenn ihr mit eurem normalen Spaghetti-Ärmchen natürlich 100 Mal da drauf wischt, weil ich dementsprechend um die 100 Kilo Pascal Druck auf die Fläche ausübe. Und das erzeugt dementsprechend genug Reibung für die Reinigung. Ziehen wir uns das an, aber das ist ja richtig brutal dreckig. Also das Zeug macht definitiv was. Aber es ist halt die Frage, ob es dementsprechend genauso gut oder besser wirkt als die anderen Reiniger. Und hier sieht man es auch richtig, mein Sitz hier ist an das Leder gerissen. Also hier muss ich definitiv noch richtig krass die Teilearbeit leisten. Anderes Mikrofasertuch, wieder von Liquid Elements. Wie gesagt, sind meine Lieblingsmikrofasertücher. Und ja, jetzt sieht man auch ein deutliches Ergebnis. Ich hole euch vom Stativ runter, dass ihr auch was sehen könnt. Ist jetzt aber auch nur schwer mit der Kamera einzufangen. Also hier, genau wo mein Finger entlang geht, ist eine deutliche Sichtkante zu sehen, wo der Reiniger gewirkt hat. Aber ich finde nach wie vor ist das Ergebnis von dem Pelox-Zeug, also das sieht ich sogar hier durch das kleine Kontrolldisplay. Also wer das nicht sieht hier mit seinem 60 Zoll 4K-Fernseher, der sollte sich vielleicht mal einen Termin beim Apollo-Optiker machen oder so. Aber dementsprechend hier sieht man definitiv einen Unterschied. Der Shiny Tiefsreiniger sieht man auch wirklich auf jeden Fall einen Unterschied. Aber ich finde hier hat der Pelox richtig gut abgeliefert. Von der Oberflächengriffigkeit oder sowas, finde ich, hat sich gar nichts geändert. Das ist ein bisschen glatter, finde ich. Aber das wird einfach daran liegen, weil das hier halt speckig ist. Ne? Und das in der Handüberfahrt hört man auch. Ich mache dasselbe, ich probiere dasselbe hier zu erzeugen. Vom Sound her kriege ich natürlich nicht hin, weil dieser Sound kommt von dem Speckigen. Aber hier, das ist noch glatter. Also der A1 Reiniger ist, was die Kletter angeht, ist der Shiny Schießen A1 ziemlich gleich und ist der Pelox ein bisschen matter. Aber ist es für uns wichtig, wie glatt so ein Sitz ist? Weiß ich nicht. In starken Kurvenlagen ist das sogar, denke ich, bei so einem Kfz von Nachteil, weil dann flupp, fliegt man aus dem Sitz raus. Ich habe jetzt mal die komplette Sitzfläche gemacht. Wenn man sich die Brühe hier anschaut, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennt, die ist eklig braun oder schwarz. Ich nehme jetzt extra diesen hellgrünen Lumpen, weil ich denke, was ich jetzt hier runterhole, wird sich in dem Tuch, den ich am besten darstellen lassen. Das kann ich danach auch direkt in die Waschmaschine schmeißen, so wie das aussieht. Ja, ich glaube, das sollte dementsprechend jeder erkennen, was da für Dreck ist. Und den meisten Dreck habe ich ja schon mit dem Schwamm rausgeholt und dann dementsprechend durch das Wasser ausgeringt. Oh ja, jetzt sind wir, jetzt bin ich hier mit dem Black Hole, auch von Liquid Elements, wie gesagt. Also Trockentücher, finde ich, geht absolut nichts über die Liquid Elements Tücher. Wenn ihr was Besseres kennt, schreibt es mir echt gerne in die Kommentare. Ich bin absolut bereit, irgendwelche neuen Produkte auszuprobieren, da Geld in die Hand zu nehmen und das auszuprobieren. Ich könnte es mit meiner Reichweite auch dementsprechend sagen, ey, schick mir doch mal die Produkte XY zu, würde ich gerne ausprobieren. Kriege ich, bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn ich ein kleiner Kanal bin, aber in Instagram über 10.000 Follower habe, würde ich bekommen. Bloß das Problem ist immer, denke ich mir, wenn du so ein Produkt geschenkt bekommst, wie möchtest du denn da am Schluss noch neutral bewerten, weil du hast ja dann schon eine positive Meinung zu dem Produkt, weil du kriegst es ja geschenkt. Wenn ihr schon Fehler seht, was ich falsch gemacht habe, schreibt es gerne in die Kommentare. So sieht das Ergebnis aus von dem Pelox, von dieser Seife, was wir hier aufgetragen haben mit dem Schwamm. Hier hinten war ich nicht ganz so gründlich, weil mir sieht mir so ein bisschen, dass ich das hier noch absetze. Aber das ist schon deutlich zu dem, wie es vorher ausgesehen, ein Riesenunterschied. Und hier haben wir noch eine extrem speckige Seite. Und hier, die ist schön matt. Jetzt gehen wir hin. Ich mache das jetzt hier noch.
und die Wangen. Und ich glaube, die Wangen, die werden, denke ich, ja meistens Ergebnisse dementsprechend beeindrucken bzw. uns zeigen, weil die sind richtig krass glänzend. Und hier muss ich definitiv nachfärben. Da kann keins der Produkte dementsprechend hier das wieder gut machen. Da muss ich spezielle Mittel dafür kaufen. So sieht das aus, wenn das dementsprechend hier noch auf dem Sitz ist. Ich habe, das ist, glaube ich, schon der dritte oder der vierte Durchgang. Das heißt, das hier ist alles richtig krass noch verdreckt. Also, das gehen wir jetzt noch hin. Immer noch die andere Seite. Beziehungsweise, nee, wir gehen jetzt hin. Ich trockne das hier mal ab. Und dann sehen wir ja den krassen Vergleich, oder hoffentlich den krassen Vergleich von vorher zu nachher. Beziehungsweise von nachher zu vorher. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Habe ich mal die komplette Sitzwange gemacht mit dem, von dem Sitz im Hintergrund. Gucken wir uns das mal an. Ich finde, dass die Sitzfläche hier, da hat sich nichts großartig geändert. Die hat aber auch vorher schon gut ausgesehen, aber was sich definitiv geändert hat, ist die Wange. Das ist jetzt die Wange, die ich gereinigt habe. Und das hier ist die Wange, die noch unbehandelt ist. Ich glaube, für euch ist das jetzt schwer zu erkennen, beziehungsweise einen Unterschied zu sehen, weil ich die jetzt hier quasi im Schatten filme. Deswegen gehe ich jetzt mal einfach mal so asozial, wie ich bin, hin und mache hier mal Licht drauf. Und dann seht ihr, dass sich das reflektiert. Ja, und das ist jetzt nur eine Handykamera. Selbe Spiel machen wir mal hier. Und da reflektiert so gut wie nichts mehr. Nochmal unbehandelt. Und behandelt. Also das ist deutlich, deutlich matter geworden. Man sieht es auch. Ja doch, das seht ihr. Wenn ich das hier auf meinem kleinen Kontrollmonitor sehe, dann seht ihr das bei euch daheim auf dem 90 Zoll. UAD 8K Fernseher natürlich dementsprechend auch. Jetzt ist dementsprechend das Ding sauber, es ist noch ein bisschen feucht, ist auch gut matt geworden. Wir gucken uns das zusammen an. Also hier Wangen sind beide deutlich matter als zuvor. Der komplette Sitz, ich probiere ihn für euch einzufangen. Das sieht schon ganz gut aus. Aber wenn ich mir den Beifahrersitz anschaue, der deutlich weniger Belastung, Stress oder sonst was hatte, ist da definitiv noch ein Unterschied zu sehen. Okay, der ist jetzt noch ein bisschen nass oder feucht und der ist halt wirklich furztrocken, aber gucken wir uns das mal auf eine andere Perspektive an. Das ist halt, denke ich, so wird es aussehen, wenn so gut wie nichts an so einem Ding verschmutzt ist. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben hier noch unsere Cremeprodukte, unsere Pflegeprodukte und die wollen hier auch getestet werden und vielleicht kriegen wir mit dem Zeug oder von mir aus dem Zeug oder vielleicht auch mit dem Zeug die Sitze dementsprechend wieder so hin wie den hier. Versuchsaufbau steht. Wir fangen wieder an mit Pelux, Shiny Sheaves, hier den A1 und dadurch, dass wir jetzt von Liquid Elements noch ein Pflegeprodukt haben, nutzen wir das hier. So, wenn wir schon mal irgendwas brauchen, dann sind es dementsprechend wieder Mikrofasertücher. Liquid Elements hat da wieder was Cooles dementsprechend am Start. Wir fangen mal an mit dem Pelux-Zeug. Das soll jetzt einfach eine haselnussgroße Menge auf ein trockenes Tuch, sauberes Tuch. Ihr könnt das genauso angucken wie ich auch. Ich denke, das passt. Und wir machen hier eine kleine Fläche und dann reiben wir das hier ein. Und wenn man dann noch möchte, steht drin, soll man das nochmal mit einem sauberen, trockenen Tuch nochmal nachpolieren. Riechen tut es schon mal gut, finde ich. Weil letztendlich ist das Zeug hier im Innenraum und wenn das dann mockt, wie ich nach meiner Pizza Speziale mit extra viel Knobi, ist das natürlich von Nachteil, wenn man dann die nächste Scheier mitnimmt und die dementsprechend direkt wieder aus dem Auto raus möchte. Wir haben hier trotzdem noch Dreckabrieb, aber ich glaube, das ist normal. Übrigens, ich soll nicht immer Männer sagen, es gibt wohl auch Frauen, die mein Stuff gucken. Dann wäre ich auch echt froh, wenn dann die Frauen dann auch mal kommentieren. Ich krieg das dann immer nur geschrieben. Michael, du kannst dann immer Männer sagen. Gut schütteln. Auftragen, aufbringen. Boah. Großtechnisch. Irgendwie geiler. Es riecht irgendwie extrem nach Desinfektionsmittel. Aber es riecht irgendwie nach geilem Infektionsmittel. Und dann steht hier kurz einwirken lassen. Was ist kurz? Soll ich was aus meiner Jugend erzählen? Ne, ich glaube nicht, das langt. Jetzt kurz nachreiben. Jetzt machen wir noch die Lederpflege, die beim Reiniger finde ich richtig krass verkackt. Genauso verarbeiten wie den Shiny Sheaves Stuff. Und zum Beweis, ich nehme jetzt hier auch einen neuen, sauberen Lumpen. Ich weiß nicht, ob das noch gut ist, Männers. Weil das sieht jetzt so aus, als wäre das gar nicht mehr flüssig. Ich muss aber auch zu meiner Verteidigung sagen, ich habe dieses Zeug
schon sehr, sehr lange. Könnt ihr aber auch was dazu sagen, was so Sachen dementsprechend verfallen können oder nicht. Aber man sieht, es hat doch noch irgendwas gemacht, weil wir sehen, unser Lumpen ist dreckig. Jetzt gehen wir noch an von Liquid Elements das Produkt. Oh, das darf auf einen Applikatorschwamm. Da ist er. Bei diesen Schwämmen finde ich, also das muss scheinbar so sein, die sind extrem durchlässig. Also ich kippe jetzt gerade sehr, sehr viel auf den Boden, weil ich mit diesen Schwämmen null umgehen kann. Das ist dasselbe, wenn ich dieses All Black nehme, mit dem man die Kunststoffteile schwarz machen kann. Das ist extrem flüssig, also richtig krass flüssig. Falls einem aufgefallen ist, das hat auf 10 Sekunden gestanden, aber ich habe Ewigkeiten an meinem Timer rumgemacht. Berufstechnisch riecht das irgendwie so wie beim Doktor. Oh, er holt auch nochmal Dreck runter. Aber ich finde so bei so einer Verarbeitung an so einem Sitz, finde ich jetzt so was Cremiges, wie es jetzt Pelux anbietet oder halt A1 von der Verarbeitung irgendwie geiler. Also, das hier war die Stelle mit Pelux. Da sieht man wieder deutlichen Unterschied zu der anderen Seite. Dann hat man hier Shiny Sheaths. Bin ich jetzt ehrlich, sehe ich jetzt keinen Unterschied. Dann A1. Ich finde, A1 hat hier richtig krass abgeliefert. Ihr weißt ja, doch, man erkennt es doch. Also ihr solltet es auch sehen. Hier sieht man deutlich eine Kante zu der Fläche, wo nichts gemacht wurde. So, und jetzt gucken wir uns mal die Fläche an, die dementsprechend mit dem Liquid Elements Stuff gemacht wurde. Also hier haben wir auch eine richtig deutliche Verbesserung. Und wenn sich hier anguckt, hier hätte ich das ja schief geklebt gehabt. Das sieht man extrem, dass hier ein Klebeband war. Also hier auch wieder hat Pelux und auch A1 genauso wie Liquid Elements richtig gut abgeliefert. Bloß Shiny Sheaths. Ihr könnt gern mich korrigieren, vielleicht habe ich was falsch gemacht, aber ich finde, Shiny Sheaths hat hier so gut wie nichts gemacht. Vielleicht ist das aber auch schon das Ergebnis, vor allem, also das hier von Shiny Sheaths ultra glatt. Das von Pelux fühlt sich richtig geil an. Das hier ist jetzt alles nur sauber gemacht mit Pelux, das fühlt sich auch schon gut an, aber es ist noch ein bisschen rau. Und das hier, das ist babyarschweich. Das hier von Shiny Sheaths fühlt sich auch gut an, ist aber deutlich rauer als das von Pelux. Und das von der 1 ist rau, aber man sieht deutlich hier einen Unterschied. Ne? Also das sieht man extrem. Und jetzt gehen wir noch über das Liquid Elements. Auch mega nice von der Griffigkeit, von der Oberfläche fühlt sich das auch richtig geil an. Aber... doch, ich muss sagen, mit Abstand finde ich das Zeug von Pelux hier am besten. Also optisch liefert das gut ab. Ich finde, dass das Optische, sogar dass er eins ein Tick besser ist als das von Pelux. Aber die Oberflächenbeschaffenheit ist von dem Pelux-Zeug richtig geil. Also das heißt, ich mache den Sitz jetzt komplett mit dem Pelux-Krempel, ziehe den einmal komplett durch und dann sehen wir uns nochmal. Und das ist jetzt das fertige Ergebnis mit den Pelux Produkten. Also wir haben jetzt hier mit der Pelux Seife als Reiniger sowie als auch mit dem Pelux Creamy den Sitz gemacht und gerade an der Kopfstütze. Richtig, richtig krass, was für ein Ergebnis daraus gekommen ist. Und ich kann euch sagen, das Leder ist jetzt ultra glatt und weich. Es fühlt sich echt an, wie wenn ich mich hingehe und richtig ordentlich rasiere mit so einem Gillette Fusion mit 5 Klingen und extra Klinge und was ist denn? Das fühlt sich, ne, Männer, ihr könnt das, also wenn einer hier in der Nähe ist, kann er gerne mal vorbeikommen, so wie ich jetzt hier, mal mit seiner Hand in diesen Sitz rummachen. Das fühlt sich so gut an. Jetzt weiß ich aber nicht, soll wirklich ein perfekt sauberer Sitz so aussehen oder sieht der so aus? Kommen wir also zu einem Fazit. Ich bin echt wirklich extrem überrascht, wie die Produkte von Pelux, als ob der Creamy bzw. der Leather Cleaner, beide haben, finde ich, mit am besten hier performt. Und ich bin echt baff, was da für ein Ergebnis rausgekommen ist. Die Sitze sind beide jetzt optisch gleich.
Der war ja ziemlich blass gewesen. Da habe ich ja eigentlich vermutet gehabt, dass das so aussehen muss, wenn so ein Sitz, der mich brechen, komplett sauber ist. Aber das ist einfach ein richtig, richtig, richtig geiles Ergebnis. Ich freue mich wie blöd und ich kann es einfach auch nicht lassen, meine Hand hier über dieses Leder drüber zu streichen, weil das sich so geil anfühlt und ich bin mit von dem Ergebnis mega baff und ich bin auch ehrlich, aus dem ganz einfachen Grund, ich weiß, dass die Firma Pelux mit ganz, ganz, wirklich ganz vielen Instagrammer, Social Media Leuten rummacht und klar, die sagen das immer. Wenn die was geschenkt bekommen, sagen die, es ist das geilste und das beste Produkt überhaupt auf dem ganzen Markt. Und ich bin ehrlich, ich traue den Leuten nicht. Und dadurch, dass ich, sage ich mal, den finanziellen Spielraum habe und mir es ermöglichen kann, habe ich halt jetzt mal alles Mögliche gekauft. Von Shiny Sheets, von Liquid Elements und von diesem A1 aus dem ATU. Ich sag mal so, jedes Produkt hat hier und da, denke ich, dementsprechend seine Stärken. Aber letztendlich finde ich wirklich mit Abstand das beste Ergebnis rausgekommen ist mit dem Pelux Leather Cream. Der Reiniger als Seife fand ich auch richtig, richtig gut. Und ja, was ich noch gut fand, war dieses Lederpflege von der 1. Das war vom Ergebnis auch gut. Ähnlich gut wie das vom Leather Cream von Pelux, aber... Die Oberfläche, also ihr seht ja, ich kann einfach nicht aufhören, hier drüber zu streichen. Die Oberfläche war danach nicht so geil. Auf der einen Seite von Liquid Elements fand ich das Produkt eigentlich auch eine coole Sache, für einfach schnell mit wenig Aufwand ein gutes Ergebnis optisch rauszubekommen, fand ich das ziemlich gut. Vor allem ist es auch eine riesige Flasche, 1 Liter. Wie gesagt, von den Preisen keine Ahnung mehr. Kann aber gut sein, dass das hier wahrscheinlich, wenn man das runterrechnet auf die Milliliteranzahl, wahrscheinlich Preisleistung wahrscheinlich am besten sein wird. Aber echt ungelogen. Ich habe jetzt so viel, also mein Fingernagel endet da, wo ich dementsprechend das verbraucht habe. Und ich habe das vorher nicht ausprobiert. Also ich komme mal näher ran, dass ihr das besser seht. So nah. Also das heißt, ich gehe mal von aus, so eine Flasche, was da drin, 4 Milliliter, die wird reichen. Ich habe ja bei mir nur 2 Sitze, Rücksitzbank wird dementsprechend mehr Material brauchen. Dann hat man vielleicht ein Viertel von dieser Flasche leer für ein komplettes Auto. Vielleicht noch ein bisschen für die Türverkleidung. Also ich gehe mal von aus, mit einem Viertel, also mit 100 Milliliter ist man da dementsprechend sehr gut dabei, weil ich konnte es dann einfach nicht lassen und bin dann nochmal drüber gegangen. Einfach für zum Gucken, ob wenn ich zweimal drüber gehe, ob das Ergebnis krasser wird. Aber es ist beim ersten Ergebnis schon richtig, richtig gut. Also ich bin total positiv begeistert und ja, meine Schlieren und Risse im Leder sieht man natürlich immer noch, ist aber nicht so extrem wie vor, weil ich glaube, das Leder wurde dadurch weicher und dann hat sich vielleicht diese Rissbildung ein bisschen quasi wieder geschlossen. In diesem Sinn, vielen Dank fürs Zugucken. Ich bin mal gespannt, ob ich hier und da einen Fehler gemacht habe, wo ihr sagt, oh Micha, das war klar, dass das nichts geworden ist. Das hättest du mit dem Schwamm und mit links rum hier gegen den Uhrzeigersinn einmassieren, nicht mit dem Uhrzeigersinn, da wäre was Besseres rausgekommen. Bitte lasst mich wissen. In diesem Sinn, viel Spaß. Ciao, bis zum nächsten Mal.